So, kurze Pause, dann geht's weiter mit den Sprintern. Wir sind wieder zurück im Lee Valley Velodrom, im olympischen Radstadion in London, in der britischen Hauptstadt. Und wir kommen jetzt, wie angekündigt, zu den Sprintern. Es gab ja da vorhin schon die 200 Meter. Man kann sagen, die Qualifikation, fliegender Start. Hier haben wir noch einmal Joachim Eilers im Wettbewerb. Der war bisher auch sehr, sehr flott unterwegs. Hat eine ganz persönliche Bestzeit, der gebürtige Kölner. Die liegt bei 9,903 Sekunden. Gleisel schwierig, um an diese Bestzeit heranzukommen. Aber er war heute sehr zufrieden, wohnt mittlerweile in Chemnitz, ist dort zu Hause, trainiert dort mit dem PSV, mit dem Chemnitzer Polizeisportverein. Und sein Ziel sind selbstverständlich auch im April des kommenden Jahres die Weltmeisterschaft in Hongkong. Und jetzt sind wir bei den Rennfahrer, die vorhin in diesem 200 Meter Zeitfahren Platz 4, 5 und 6 belegt haben. Also hier mit der Startnummer 6, das ist Thomas Rotherham. Wir haben Matthew Rotherham gesehen, oben im blauen Trikot. Und dann haben wir noch Nate Koch aus den Vereinigten Staaten, der 30-Jährige, der auch in der Hauptstadt, das heißt in der deutschen Hauptstadt in Berlin, beim dortigen 6-Tage-Rennen seit 2 Jahren immer wieder dabei ist, für Riesenstimmung sorgt. Und sie waren vorhin die Unterlegenen, kämpfen jetzt hier in diesem Sprintwettbewerb um Platz 4, 5 und 6, das kleine Finale, wenn man so möchte. Und direkt im Anschluss geht es dann weiter, eben mit Joachim Eilers, mit Maximilian Levy und Naisan Philipp aus Trinidad Tobago. 3 Runden ist die Distanz in dieser Disziplin. Ace Koch fährt hier richtig runter auf den blauen Teppich, der jetzt die Führung übernimmt. Der Mann in Rot also, der schaut sich um. Das hat den Grund, dass er sich nicht überraschen lassen möchte. Hier muss die UCI mal ein Auge zudrücken, denn innen darf man in der Regel nicht überholen. Aber Nace Koch ist hochgefahren, wird jetzt hier an dritter Position, so wie es scheint, den Sprint in Angriff nehmen. Und hier auf diesem Teppich, also auf den unteren Bereich, da dürfen die Rennfahrer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schon noch unterwegs sein. Irgendwann ist dann ja auch mal der Schluss mit lustig, spätestens dann, wenn sie eben in die letzte Runde gehen. Nate Koch noch vorne in erster Position, gefolgt von Matthew Rotherham. Das sind übrigens 2 Brüder, die wir hier haben, dann zweiter und dritter Position. Matthew Rotherham mit der 5 vorne im blauen Trikot ist der 21-Jährige, 2 Jahre jünger als sein Bruder. Thomas ist das, der ist 19 Jahre alt und möglicherweise wird er jetzt seinem Bruder hier die Sprint anziehen. Jetzt gibt es die Glocke für die letzte Runde, Nate Koch. Touchiert er noch einmal und schauen Sie mal, jetzt ist unten das Off-Loch aufgegangen. Thomas Rotherham vorne, sein Bruder Matthew kommt hinten, versucht die Lücke zu schließen, aber das ist schon ein sehr, sehr großes Loch nach vorne und er holt sich ganz souverän den Sieg mit diesem Überraschungsangriff und er ist Nate Koch aus den Vereinigten Staaten, aus dem Bundesstaat Kalifornien. Der Unterlegene kann hier nicht dagegenhalten, wenn die beiden Brüder Matthew und Thomas Rotherham miteinander fahren. Die haben gemeinsame Sache gemacht. Also wir sehen es hier nochmal sehr schön. Der Mann im Blau hat Nace Koch hier zurückgehalten, hat ihn ein wenig hochgefahren. Und der hatte eigentlich gar keine Chance, frühzeitig den Sprint zu eröffnen. Und derzeit ist sein Bruder in Orange vorn schon losgefahren und hat die wertvollen Meter rausgefahren. Und genau die Meter Vorsprung hat er dann auch im Ziel. Also ganz taktisch gut gelöst hier in diesem kleinen Sprintfinale. Diese 200 Meter Zeitfahren der Sprinter, das gab es vor unserem Einstieg in die Live-Übertragung. Hier haben wir nochmal Thomas Rotherham, 19 Jahre alt, Bronzemedaillengewinner bei den britischen Meisterschaften im Sprint, im Teamsprint wohlgemerkt. Ja, und jetzt haben wir hier Maximilian Levy im gelben Trikot, Naisan Philipp, 25 Jahre alt, im grünen Trikot und einer fehlt noch. Da hinten scheint er zu kommen, das ist Joe Eilers aus Chemnitz. Köln-Longerich hat er gewohnt. Jetzt rollt er hier hin mit seinem Betreuer im schwarzen Trikot. Maximilian Levy bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen stand auf dem Podium. Das Einzige, was er wahrscheinlich noch nicht zu Hause hat und gerne hätte, ist eine Goldmedaille von den Olympischen Spielen. Rio hätte er gerne gewonnen, hat nicht funktioniert. Aber es sind ja nur noch 4 Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen und vielleicht klappt es ja dort mit Maximilian Levy. Vorausgesetzt, er hat sich ja während der Europameisterschaften, bei denen er der Experte in Sachen Teamsprint, Sprint war, Kairin war, etwas zurückgehalten mit einem
wirklichen Wortlaut, mit einer Aussage in Bezug auf die Olympischen Spiele. Max hat gesagt, er plant nur 2 Jahre. Das ist auch erstmal richtig so, aber er ist 29 Jahre und hat natürlich beste und alle Chancen, wenn er so weiterfährt, wenn er so weitermacht, die nächsten Olympischen Spiele 2020 zu sehen. Und davon gehen eigentlich auch die deutschen Radsportfans aus. Und wir sehen aber auch, dass intern viel Druck herrscht, insbesondere Joachim Eilers, der sich in diesem Jahr 2 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften sichern konnte. Hier nutzt Levi das jetzt ganz gut, dicht innen rein und übernimmt die Führung. Ja, und die Goldmedaillen, die Joe Eilers gewonnen hat, genau hier war das, im Velodrom in London, im Keirin und im 1000 Meter Zeitfahren. Jetzt die Glocke, noch ist Maximilian Levi vorne, aber dieser Bahnwettbewerb ist der erste nach einer längeren Pause. Der hat also nur auf der Straße trainiert und dort versucht, die Form aufzubauen. Hat er jetzt schon die richtige Form, um das Sprintfinale gegen Philipp und vor allem auch Eilers zu gewinnen? Nein, die hat er nicht. Da kommt Philipp auf den letzten Metern nochmal vorbei, gewinnt diesen Lauf. Holt sich also hier die maximale Ausbeute an Punkte auf sein Konto. Auch wenn Joe Eilers vor dem heutigen 4. Abend beim Londoner 6-Tage-Rennen die Wertung der Sprinter angeführt hat vor Maximilian Levi. Hier sehen wir noch einmal die Zeitlupe. Heute Philipp also der Schnellste in diesem Sprint. Und Joe Eilers muss sich an dieser Stelle mit Platz 3 zufrieden geben. Ja, Joe hat zu lange gewartet, ist von hinten gefahren und wenn dort vorn die 2 Kraftpakete wirklich aufziehen, dann hat man keine Chance mehr. Levi hat lange gekämpft, hier sehen wir es, ist hier noch vorn, ist im Sprintkorridor drin zwischen Rot und Schwarz, kämpft hier und dann kommt der Mann aus Trinidad Tobago im grünen Trikot. Wirklich, hier kämpfen sie bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Zentimeter und dann hat der Mann im grünen Trikot die Nase vorn. Toll gemacht, hier nochmal der Sprint, die Zielankunft, wenn man so möchte. Philipp vorne bei den Olympischen Spielen hier in London auf Platz 4 im Sprint, also längst kein Unbekannter. Die nächsten Weltmeisterschaften zwischen dem 12. und 16. April in Hongkong, auch dort gibt es ein wunderschönes Velodrom, das ziemlich neu ist. Das hat man erst im November 2012 begonnen zu bauen. Hier haben wir das Ergebnis. Also Eilers dann doch auf Platz 2. Maximilian Levi wird Dritter in diesem Wettbewerb. Ja, und gleich gibt es hoffentlich auch den Gesamtstand in Bezug auf die Punkte bei den Sprintern, während hier die nächsten Fahrer sich bereit machen. Das sind wieder die Damen, die jetzt auf der Bahn unterwegs sind. Da haben wir ihn. Also Joe Eilers, schauen Sie mal, mit 21 Punkten an der Spitze. Maximilian Levi hat dann 28, also je weniger Punkte, desto besser. Rotherham 33 Punkte auf Platz 3. Nate Koch damit an 6. Position. Der US-Amerikaner, also der letzte im Kreis dieser 6 Sprinter der Weltklasseathleten beim Londoner 6-Tage-Rennen. So, da haben wir die Sprinter auf der Bahn. 6 an der Zahl, wir kommen damit zum Keirin-Finale. Der Schrittmacher fehlt allerdings noch. Der wird auch schon irgendwo unterwegs sein, möglicherweise auf der Gegend geraten, hat er sich gerade bereit gemacht, die Sprinter. Und das bedeutet einmal mehr, die beiden Deutschen, Maximilian Levi und Joachim Eilers, Nate Koch aus den Vereinigten Staaten, die beiden Briten, Matthew und Thomas Rotherham und Nathan Philipp aus Trinidad Tobago, der heute mit dabei sein wird im grünen Trikot, das auch hier nochmal auf Grund des Kreises oder anhand dieses kleinen Kreises dort signalisiert wird. Das ist Joe Eilers, Weltmeister im Keirin, genau in dieser Disziplin, die wir gleich sehen werden. Und Weltmeister über 1000 Meter. Hier in London hat er diese beiden Titel gewonnen. Ja, und der hat eigentlich noch eine Rechnung offen, denn im Sprintturnier heute gewann ja der Mann aus Trinidad und Tobago dieses Rennen. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, wie sich die Deutschen hier schlagen werden, die ja gemeinsam im Hotel ein Zimmer beziehen. Also Maximilian Levi, der Keirin-Weltmeister aus dem Jahr 2009 und der aktuelle Weltmeister im Keirin, Joachim Eilers, der hier noch einmal richtig für Stimmung sorgt. Keirin-Rennen, das heißt 6 Runden. Ein Derni fährt davor, das 2,5 Runden vor dem Ende die Bahn verlässt. So, dann haben wir Nate Koch. Auch der begibt sich langsam aber sicher auf die Bahn. Die kommen jetzt zum Start, werden gehalten von den Betreuern.
Also kein fliegender Start, wie wir das heute schon einige Male sehen konnten, sondern ein sogenannter stehender Start. Und hier nochmal der Blick auf den Chemnitzer, Philipp, Trinidad Tobago. Dann haben wir Matthew Rotherham, Nate Koch, Thomas Rotherham und Maximilian Levy. Dann haben wir Ron Zeilert, das ist also der Schrittmacher, der unterwegs ist, auch mit einer Onboard-Kamera, die ihn allerdings ziemlich wenig stört. Da machen dann ein paar Gramm auch nicht mehr allzu viel aus. Volle Konzentrationsphase jetzt bei den Sprintern. Sechs Herren ja auf der Bahn. Jetzt kommt das Derni, der Startschuss, das Signal. Und jetzt muss ein Fahrer das Hinterrad übernehmen. Maximilian Levy wurde eigentlich ausgelost. Aber wenn ein Fahrer das Hinterrad übernehmen möchte, dann kann er das tun. So die offiziellen Regeln. Alle weiteren Rennfahrer reihen sich ein. Wir sehen die Deutschen jetzt an der letzten und vorletzten Position. Also sie wollen das Rennen hier von hinten gestalten. Da hat man ja den besten Überblick. Da braucht man sich nicht umschauen. Aber die Experten wissen es, im Kairin-Rennen, da ist es ein langer Sprint, der zu fahren ist. Da darf man nicht zu spät in die Offensive gehen. Da muss man frühzeitig nach vorn fahren. Schauen wir mal, wie die zwei Deutschen hier dieses Rennen angehen. So, da kommt Philipp erst einmal nach vorne, macht sich da breit. Und dann unten haben wir Nate Koch. Im blauen Bereich ist er gerade unterwegs. Hier der Blick auf Matthew Rotherham, Nate Koch. Dahinter dann im orangefarbenen Trikot Thomas Rotherham, dahinter Maximilian Levy und Joe Eilers. Also was deutlich wurde jetzt in der vergangenen Runde, dass sich alle Leute so ein bisschen ja, mit den Schultern gehauen haben, so ein bisschen berührt haben. Und hinten fahren die zwei Deutschen ganz entspannt, konzentriert, belauern sich und schauen, was die Konkurrenten machen. Eilers sicherlich mit einer relativ guten Form, das hat er gezeigt, führt ja auch dieses Sechstagerennen an in der Wertung der Sprinter. Da sind es eben drei Wettbewerbe pro Tag. Wir haben das 200 Meter Zeitfahren, wir haben den Sprint und wir haben den Kairin-Wettbewerb, der gerade hier gezeigt wird. Und jetzt standen vier Runden an der Anzeigentafel und bei 2,5 Runden vor dem Ende verlässt also Ron Zeilert hier die Bahn. Und dann ist der Sprint voll eröffnet. Dann kann man richtig angreifen. Quasi auf der Gegengeraden wird er das Feld verlassen, links zur Seite fahren auf diesem blauen Streifen. Dann sind die Sprinter auf sich gestellt. Jetzt ist er raus, schauen Sie. Und jetzt ist Philipp vorne und die beiden Deutschen, was machen die? Eilers und Maximilian Levy, die Lücke nach vorne, das Loch ist ziemlich groß. Noch sind sie nicht an der letzten Runde angekommen, sind noch ein paar Meter zu fahren. Jetzt hat Maximilian Levy angegriffen. Und kommt hier am Hinterrad mit Joe Eilers nach vorn und übernimmt die Spitze. Ja, macht das Tempo für Joe Eilers. Und jetzt die Glocke für die letzte Runde. Ein Riesenvorsprung für die beiden Deutschen. Maximilian Levy mit diesem Überraschungsangriff. Joe Eilers am Hinterrad kommt da dann nochmal vorbei. Die Gegengerade, jetzt die Zielkurve. Joe Eilers aus dem Windschatten heraus. Und damit gewinnt er. Und das ist natürlich gut für Joe Eilers aus Chemnitz, dass er 9 Punkte hinzubekommt in Bezug auf die Gesamtwertung. Und seinen Vorsprung dadurch ausbauen kann. 2 Tage haben sie noch vor sich beim Londoner 6-Tage-Rennen. Und Joe Eilers möchte die Sprintwertung, das Rennen der Sprinter, für sich entscheiden. Ja, das war richtig gut gemacht, auch stark gemacht. Der ist nicht umsonst Kairin-Weltmeister. Also hier hat er wirklich seine Klasse unter Beweis gestellt. Hier geht er vorbei an Levy, der ja ihn den Sprint fast anzieht. Toll gemacht von den Deutschen. Ja, und alle anderen gehen leer aus. Auch die Brüder Rotherham aus Großbritannien, Matthew und Thomas gehen leer aus. Philipp, dort hinten sehen wir noch einmal im grünen Trikot, rollt zwar rein, aber muss dann irgendwann auch erkennen, dieses Loch kann er nicht mehr schließen. Da kommt er längst nicht mehr hin. Ist sicherlich neben den beiden Deutschen Eilers und Maximilian Levy der Stärkste hier auf der Bahn. Natürlich nicht zu vergessen auch Matthew Rotherham. Aber wenn die beiden Deutschen dann hier zusammenarbeiten, und das ist durchaus erlaubt, dann haben sie ganz klar auch das Nachsehen. Und man hat so ein wenig das Gefühl, hier das Ergebnis, dass die beiden richtig in Schwung kommen. Die haben ja nach der Deutschen Bahnradmeisterschaft ihr Bahnrad erstmal zur Seite gestellt, haben viel Krafttraining gemacht. Beide werden bei den Weltcup-Stationen 3 und 4 im Einsatz sein. Der dritte in Cali
im Februar und der vierte in Los Angeles. Bevor es dann zur WM geht und dann möchte Jo Eilers in dieser Disziplin den Titel verteidigen. Schauen Sie mal auf den Gesamtstand. Eilers vorne mit 22 Punkten, Maximilian Levy 30, Matthew Rotherham 39 Punkte. Ja, die zwei Tage, die noch kommen, die werden dann nicht mehr allzu viel verändern. Jo Eilers und Maximilian Levy, du hast es ja gerade gesagt, die kommen so langsam richtig in Schwung und werden möglicherweise am Sonntag dann auch die Gesamtwertung beim Londoner Sechstagerennen gewonnen haben. Die Sprinter, sechs an der Zahl, sorgen hier für tolle Stimmung, für Furore und das wird in Berlin sicherlich nicht anders sein. Durch seinen Cousin ist er zum Radsport gekommen, Jo Eilers, weil der ein Fahrrad hatte, den Radsport betrieben hatte, dachte er sich damals auch im Anblick der tollen Auszeichnungen der Pokale, das will ich auch. So kam er zum Radsport und relativ schnell hat man dann entdeckt, der Junge kann was. Man hat ihn nach Chemnitz geholt und dort weiter aufgebaut über das Sportgymnasium. Also toller Rennfahrer vor mir. Wir mussten einfach fahren, das war die einzige Möglichkeit. Haben einen tollen Vorsprung gehabt. Also großartig für mich, hat hier in diesem Velodrom zwei Titel gewonnen und die Stimmung war natürlich perfekt für ihn. Jo Eilers, gebürtiger Kölner, seit vielen Jahren in Chemnitz zu Hause, holt sich also hier die nächsten Punkte und die Gesamtwertung hat er sich dadurch abgesichert und der Gesamtsieg ist gar nicht mehr so weit entfernt. Noch zwei Tage für die Sprinter um Maximilian Levy und Jo Eilers.